born, one day we die, and everything ends in the same way. What is the meaning of life? Laying on my bed, nihility nearby, strong sense of purposelessness grows inside. Till sun goes down, the coldness embraced me. Like in a dark cave. Only silence echoes in this barren space. Looking at the ceiling, staring at the light. Then I see the truth, the origin of everything. Ganz herzlich willkommen, meine Lieben, zu Nihiland. Ich weiß noch nicht so genau, was uns erwartet und ob es mich möglicherweise intellektuell überfordert, keine Ahnung, es wirkt recht ambitioniert. Ja, aber es ist vor allem interessant, mal wieder was Neues, Frisches, wie es scheint, und interessant inszeniert. Und bevor ich es jetzt kaputt rede, lassen wir uns doch einfach mal verzaubern. Steigen wir ein. Habe ich verzaubern gesagt? Ich glaube, wir werden eher entzaubert. Sei's drum, los geht's. And between what we're seeing externally lies really an energy. It's just the energy of source. It's the energy of everything. It's called the. You wake up from a dream and wonder how long you've been asleep. The room in front of you looks a bit strange. Field, quantum field, and it includes basically everything that there is, all of existence, right? It's just an energetic field. It is who we are. We are actual fractals of that field, set here, focused into this electromagnetic reality. The radio about zero-point field that was playing on the phone stopped just in time. Everything is in order, but something doesn't feel quite right. Okay, wir sind also an einem Ort, der uns irgendwie fremd erscheint. Im Radio lief Bericht über Quantenfelder, über Elektromagnetismus. Gut. Jetzt werden wir uns wahrscheinlich erstmal umschauen, wo wir hier gelandet sind. Just looking at it makes me feel calm and peaceful. Meint er diesen Schrank? Wobei designtechnisch ist er tatsächlich bemerkenswert ansprechend in seiner Stichtheit. Also es sieht irgendwie, ja, sensationell aus. It's dark outside the door. What are these small light spots? Should I step out right now? Also ich würde jetzt schon rausgehen, ja? Ich sehe hier eigentlich nichts, was eine Interaktion erfordern würde. Es ist bemerkenswert clean. Und irgendwie tot. Wie so ein Relikt der Vergangenheit. Als sei die Zeit hieran vorbeigezogen und eigentlich sollte hier niemand mehr sein. Gehen wir mal raus. Hugh walked out the door and stepped into the darkness. A familiar sense of cold grows over you. This coldness does not come from the outside, but is a sense that comes from the heart. After pondering deep philosophical questions about meaning, all these thoughts seem to drift apart. Facing the vastness of the universe, an individual's thoughts and actions seem to be insignificant. This meaningless feeling of not being able to understand the meaning of life, of not understanding why one lives, continues to develop until one has no joys, sorrows, or pleasures, becomes numb and becomes just a living human being. All the feelings of nihility come out in this moment. When you open your eyes again, you find yourself in a cave. The cave where the origin of all problems was born. The three letters. Why? Okay, also das war ganz viel. Ich hoffe, ich krieg das noch zusammen. Er trat also hinaus in die Dunkelheit und empfand eine Kälte, die aber nicht von außen, sondern aus seinem Herzen zu kommen schien. Er fühlte sich demütig und unbedeutend gegenüber der Größe des Universums und dass er auf seine Frage auf die drei magischen Buchstaben, bei uns wären es fünf, warum, keine Antwort bekommen oder die Antwort nicht verstehen würde.
Und er sprach von einem Ort, wo alle Bedürfnisse, alle Wünsche, alle Sorgen verschwinden würden. Ja, ein sehr verkopfter, grübelnder Mensch, der gerade so ein bisschen an sich selbst verzweifelt. Das Intro hat es ja auch schon angedeutet, wohin die Reise geht. Luminous Particles, what are we? Oh, try to press E. Probier ich. If there's such a dimension that contains everything in the universe existing as information, where time and space lose their meaning. Gut, also spricht von... In this cold, dark cave, these luminous particles gathered. In the moment you touched these particles, you saw the things like the sun again. The center of all particles, the beginning and the end of all life. It is the meaning you are looking for. It is also the nihility inside you. Meaning comes from the fact it contains all the information, and nihility comes from the fact that humans can't truly reach it from their own dimension. And these particles are the units that form everything. Things like all that happened in the past, present and future, all human memories, imaginations, are all exist here in the form of particles. Okay, das war auch wieder viel. Also er hatte über eine Dimension nachgedacht, in der alles, was wir kennen, als Information vorliegt und quasi das Phänomenologische, das Gegenständliche, keine Bedeutung mehr hat. Als Ursprung des Lebens benannte er dann die Sonne, in der all die Partikel, aus denen wir entstehen, kommen und im Grunde ja auch wieder vergehen. Und den Nihilismus ordnet er hier ein, dass man die Antworten, die man eigentlich braucht oder sich wünscht, nicht verstehen kann, weil man in der falschen Dimension ist, um sie zu erfassen. Ja, genau. Also, wenn ich es richtig verstehe, Nihilismus nicht als wirkliche Bedeutungslosigkeit, sondern Bedeutung, die uns aber auf ewig verschlossen bleibt und deshalb für uns ohne Bedeutung ist und wir ohne Bedeutung zurückbleiben und uns keinen Reim darauf machen können, keine Antworten bekommen, die wir uns eigentlich wünschen. Das sieht auch wieder super aus, ne? Die haben hier so ein bisschen mit den Bodentexturen geschlammt. Na, man sieht hier genau die Abschnitte, aber ansonsten. Interessantes Spielerlebnis. Oh, hier war ein Text. Gebe ich da. Look at the sky. What is that? A huge shining sun? I can stay here and stare at it forever. Gut, er genießt hier den Ausblick, deutet die Erscheinung als Sonne und meint, er könnte sich das ewig anschauen. Aber auch wieder, es sind starke Bilder, hier werden starke Bilder erzeugt, nicht nur starke Texte. Und auch eine sehr passende Musikuntermalung. Step out like you how you walk out the room. Don't go back, find the truth. Soll gehen, als würde ich einfach einen Raum verlassen, nicht zurückblicken, die Wahrheit suchen. Oh, nee, die Wahrheit finden. Past, present, future. Where different minds collide. Garden of Nihiland. Spring of meaning. A place you can explore, talk, think, jump or do nothing. Okay. Oh, da war wieder ein Text. Krieg ich den nochmal? Attention! These particles contain information from different times and people. Please remember to make your own judgment on considering whether or not to accept them. And you can talk to Sage, that big particle group. Gut, also all diese Partikel sind verschiedene Informationen über Zeiten, über Menschen. Okay, ich kann mir überlegen, ob ich sie annehme oder eben nicht. Und ich kann zu diesem Gebilde dort sprechen, wenn ich das wünsche. Und das wünsche ich. Hi, können wir reden? Kannst du reden? Kann ich dich verstehen? Oh, ich kann was eintippen. Hello. Ich habe es mal mit Talk probiert, das hat aber nicht funktioniert. Dann werde ich halt eintippen.
What is your name? Contact support or check logs. Okay. Probieren wir. Do you know the meaning of life? Error. Contact support or check logs. Ich würde mal sagen, das Gespräch wird nicht sehr fruchtbar. Dann gehen wir mal weiter. Jetzt hätte ich nur gern dieses Dialogfenster wieder ausgeblendet. Geht nicht. Achso, escape to go back to... Nee. Ach, naja, gut. Ah, ist es weg. Gut, offenbar sprechen er und ich nicht dieselbe Sprache. Oh. The author must keep his mouth shut when his work starts to speak. Oh, schöner Satz, oder? Der Autor soll den Mund halten, wenn sein Werk zu sprechen beginnt. Puh, sehr gut. The path to sun is there. It's the first time or the last. Finden wir es raus. Okay, ab hier sehe ich schon ein Problem. Okay, ich kann da wohl durchspringen. Ich muss es einfach tun. Oh ja. Oh, das sieht auch abgefahren aus von hier oben, ne? Gut, in den nächsten. Oh ja. Ich habe ja übermenschliche Kräfte. Bin ich ein Mensch? I think a meaningless word would be a lot more peaceful, because putting meaning onto things is a means of trying to have control. Wanting to control is a hunger for power. A hunger for power is what ends up in fighting one another over power. Interessant. Also übersetzt, ich denke, eine bedeutungslose Welt ist friedlicher, denn Dingen Bedeutung beizumessen bedeutet, sie kontrollieren zu wollen. Sie kontrollieren zu wollen bedeutet der Wille zur Macht. Und der Wille zur Macht ist das, was in Kämpfen gegeneinander endet. Nee, ich will... Nein! Oh nein. Habe ich jetzt ein Problem? Ich wollte doch zur Sonne. Does free will and action change the nihility? That's something to be explored. Okay. Ich muss nicht wieder ganz von vorn, das ist auch schön. Gut, also dieses Schweben zu steuern ist nicht so leicht. Und jetzt setzt es schon zu einem früheren Zeitpunkt. Egal. Wir kriegen das schon hin. Tatsächlich reicht einmal Space antippen. Es ist nicht etwa so, dass ich das forcieren würde, dass es so lange dauert. Man tippt es an und der beginnt zu schweben. Und man muss es zu kontrollieren versuchen. Kontrollieren. Warum überhaupt? Hä? Der Wille zur Macht? Die Vorlage zum Kampf? Also die Welt ist wirklich viel zu friedlich, als dass man hier an Kampf denken würde. Ja, sie ist bedeutungslos. Man akzeptiert das irgendwie, ne? Dass diese Welt hier eben so funktioniert. Sie tut einem ja nichts. Sie gibt einem auch nichts. Sie ist einfach da. Okay. Hops. Groovt sich hier so ein bisschen ein. Oh. Ist gar nicht mehr so weit. Was für ein friedlicher Gedanke, jetzt einfach in der Sonne zu verglühen. Oh Gott, das klappt doch wieder nicht, oder? Ah, geschafft. So, was ist jetzt? Das wird zu dicht sein, das werde ich nicht erreichen. Nehmen wir direkt den.
Auch wieder ein absurder Satz, oder? Das ist zu dicht, das werde ich nicht erreichen. Aber dieser relativen Stille und Monotonie fängt man wirklich an, über alles nachzudenken. Sehr interessant. Okay. Es erreicht langsam die Grenze, ab der es frustrierend wäre, wenn ich jetzt abstürze. Das sorgt dann doch für eine gewisse Anspannung. Okay. So wie es aussieht, wird es aber gelingen. Ja, sieht gut aus. Wir haben die Sonne erreicht, liebe Leute. Ist das nicht schön? Step by step, here you are. If you're sure you want to reach the sun, press L. Ja, ich bin mir sicher. Looks like this is the end of the day, traveler. My duty is now done. In that time of being surrounded by nihility, I created Nihiland to escape reality. I imagine myself lying on the grass, looking up into the sky with the sun and falling particles, meditating in peace and silence, or discussing everything with such. As if nothing in the world mattered to me. Until I realized that the sun of Nihiland, the huge particle emitter in the sky, is never the sun for me. It never illuminates my path and never warms me. Neither the air that I breathe comes from here. I must return. Return to the worlds I live. One with blooming and withering autumn and spring. 8.5.24. Wir haben zu Beginn Datum 24.1. Gut, also er sagte mir, die Reise ist an dieser Stelle zu Ende. Er hatte diesen Ort gewählt, als er in die Sonne starrte. Und irgendwann wurde ihm klar, das ist nicht die Sonne. Sie wärmt ihn nicht, sie gibt ihm keine Antworten. Und er muss zurück zur Welt. Sie ist jetzt auf einmal deutlich lebendiger, ne? In diesen Ort dringt wieder Farbe ein, wieder Leben, wieder Gegenwärtigkeit. Das war wirklich so eine Zeitkapsel, ne? So eine abgeschnittene Vergangenheit. Ich glaube, das war schon. Aber das war schön. Das war richtig gut. Also ich bin positiv überrascht. Es war jetzt nicht so verkopft und verquast, dass ein das groß überfordern würde. Es war sehr eingängig. Es war auf seine bizarre Weise sehr nachvollziehbar. I hope the nihility no longer bothers us and live the life we want. Thank you, traveler. Ich bin wieder hier. Okay, also in dem, also die, all die Fragen, all die Überlegungen, die hier aufgeworfen wurden, waren ja letztlich der Ballast. Wobei der Ballast wohnte nicht all dem inne, sondern dem Umstand, sich zugestehen zu müssen, dass man das nicht wird verstehen können. Also diese Aussichtslosigkeit, ja, es ist nicht anzunehmen, dass was immer man finden wird, einem Antworten gibt. Und im Grunde wurde hier zuletzt ja der sehr bewusste Entschluss gefasst, zurück ins Leben. Weg von diesem nihilistischen Ansatz. Ja. Sich davon wieder abwenden. Wieder zurück ins Leben. Schlicht und einfach. In die Dimension, in der man sich eben auskennt.
Das können wir ja eigentlich nur noch im Garten verweilen, wenn wir wollen. We are music particles, we play music. Ich will irgendwie nicht so richtig gehen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Hier wird nichts Neues mehr kommen. Das ist ziemlich sicher. Aber es ist irgendwie nett. Press E to view this particle group. Ja, zeig mal. Hatten wir noch was übersehen? The silence of the universe, the end of death, the futility of effort, the absence of God, the desire for power. You see the garden full of particles of meaning are insignificant, facing the sun. But nihility does not exist here. It exists in the person who cannot truly perceive the dimensions. Den letzten konnte ich nicht sehen. Machen wir noch weiter. Das würde ich gerne noch erfassen. This dimension, but it's trapped but by their own thoughts. Interessant. Never feel how the sun shines on skin, but say there is only coldness and darkness, only trapped in that dark and small room. Bitte noch den Rest. But want to learn the true meaning of living. That is nihility. Gut. Also das Schweigen des Universums und die innere Leere, der innere Nihilismus. Also der Nihilismus an sich existiert nicht, er existiert nur in der Person, die daran zu verzweifeln beginnt. Und im Grunde ist der Aufruf, verlasse diesen Raum, fang an zu leben. Na, zergrübel das Leben nicht, führe das Leben. Hier war auch noch ein Text. The misery and greatness of this world, it offers no truths, but only objects for love. Oh Mann, absurdity is king, but love saves. Oh, ist das schön. Okay. Das Mysterium und die Großartigkeit dieser Welt, sie bietet keine Wahrheiten an, nur Objekte, die man lieben kann. Absurd. Absurdität ist der König, aber die Liebe schützt uns davor. Ich habe es jetzt leider so hakelig übersetzt, dadurch hat es vermutlich seine Wirkung verloren. Aber ist das nicht schön? Ist das nicht schön, oder? Die Großartigkeit dieser Welt und ihr Mysterium ist nicht, dass sie irgendwelche Wahrheiten beinhaltet, sondern Objekte für die Liebe. Und diese Liebe schützt uns vor der Absurdheit dieser Welt. Ich glaube, jeder, der mal Liebe erfahren hat, in welcher Form auch immer, richtig Liebe, der wird das intuitiv sofort verstehen, oder? Ich finde es absolut einleuchtend. In dem Moment von großer Liebe spielt das doch auf einmal gar keine Rolle mehr. Dass es keine Antworten gibt, dass irgendwie alles so absurd ist und viel zu groß. Ne? Gut, wie gut, dass wir den Garten nochmal besucht haben, würde ich sagen. Gut, ich bin den Weg zur Sonne also nochmal angetreten, aber hier passiert tatsächlich nichts Neues mehr. Ja, gut, das Spiel kostet aktuell 60 Cent, Normalpreis 1 Euro, frisch erschienen, unbedingt unterstützen. Also ich finde, also ja, es gibt halt nicht mehr zu sehen, muss man ehrlich sagen, aber erlebt es einfach nochmal selbst, macht euch nochmal eigene Gedanken, das löst was aus, das Spiel. Und ich finde sowas unbedingt unterstützenswert. Es ist ja, ich mag nicht diese verkopft moralisierenden Spiele, muss ich sagen. Wo man eher den Eindruck hat, die Person ist die ganze Zeit nur mit ihren eigenen Illusionen und Visionen beschäftigt. Aber sowas mag ich. Was einem was mitgibt. Was einen teilhaben lässt, ganz unaufdringlich. Es war sehr schön. Und ich denke, habt ihr vielleicht schon mal von Ragdoll mein
Interview in Anführungsstrichen gelesen. Ich wäre durchaus interessiert, mal diesem Entwickler ein paar Fragen zu seinem Werk zu stellen. Ganz andere Fragen, speziell zu diesem Spiel. Vielleicht mache ich das auch mal. Ich bin absolut angetan. Sowas habe ich gern. Ich hoffe, ihr hattet auch Freude daran. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch alles Gute. Lebt.